So, hallo hier bei Blue White Ball Billard TV. Wir sind hier im Ardennen Cup in Luxemburg, in Edelbrück, bei der 20. Auflage dieses Turniers. Und am Rande dieses Turniers habe ich mir eine interessante Person hier mal zur Seite gesetzt, die man öfters antrifft auf verschiedenen Turnieren. Vertreten immer zahlreich mit Anhang. Das Das ist eine ganze Truppe, ja, also mit vielen jungen Spielern. Genau. Der Name ist Marenka. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was ist die Pool Tigers? Ja, die Pool Tigers. Sie sind vor circa einem Jahr, anderthalb Jahren sind sie gegründet worden, sind entstanden aus Team Kiste, der die Anfänge gemacht hat mit seinen Jungs. Und man hat nachher dann nach einer ganzen Zeit, hat man gesagt, man trennt die Geschichte einfach aus Gründen von Sponsorenrechten. Das heißt, es gab einen Großsponsor, der interessiert war, finanzielle Mittel oder ein Pott, von dem wir sprechen, zur Verfügung zu stellen, um die Jungs auf diverse Turniere zu schicken. Und da sind dann einige Jungs zu mir gewechselt. Ich bin jetzt selbst seit 8 Jahren hauptberuflich Billardtrainer, kümmere mich um die Jungs ja, so sind die Pool Tigers entstanden. Okay, gut. Jetzt betreibst du ja viel Jugendförderung, ne? Also du hast einen erfahrenen Spieler dabei, du hast aber auch viel junge Leute mit dabei. Talentierte Leute. Die talentierten Leute, sind die auf den Bäumen gewachsen oder wie wurden die zu dem, was sie jetzt eigentlich sind? Ich spreche zum Beispiel von Joshua Filler, Tobias Bongas. Das sind ja doch schon bekanntere Namen. Wie wurden die so gut? Also beim Joshua Filler, der hat natürlich einen sehr guten Trainer damals auch gehabt. Mit dem Günter Geisen ist er einer der von Günter Geisen einer der Schützlinge gewesen, hat dort viel Zeit verbracht und natürlich dementsprechend auch eine hervorragende Technik gelernt. Und natürlich ist er auch ein begnadetes Billardtalent, was schon recht früh auf den deutschen Meisterschaften angetreten ist. Auch bei den Herren, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, wo der ganze Anhang mit seinem kleinen Tiger in der Hand dort rumlief. Und wenn wir vom Tobias Bongas reden oder vom Chan Salim zum Beispiel, das sind Schützlinge, die auch aus der Jugend her immer wieder irgendwie griffbereit für mich gewesen sind. Das heißt, ich habe für den Billardverband Niederrhein mal den Jugendtrainer gemacht und habe die Jungs dann eben mit auf der deutschen Jugendmeisterschaft begleitet und sie, ja, ich sag mal so, mittlerweile eine väterliche Rolle übernommen, die ihnen geholfen hat, sich im Billard natürlich weiterzuentwickeln und aber auch im privaten Bereich. Ja, eigentlich hast du auch so, wie soll man sagen, eine Erziehungsposition oder erzieherische Position in dieser Truppe, weil es sind ja noch keine 18 Jahre. Von daher musst du auch irgendwas so ein bisschen Verantwortung für sie übernehmen. Sprich, da geht es ja auch um Geld. Ja, ich meine, das Preisgeld, was die gewinnen. Was passiert zum Beispiel mit dem? Also man muss sich das so vorstellen, zunächst einmal ist uns ganz wichtig, dass wir die Absprache mit den Erziehungsberechtigten haben. Das heißt, ich habe regen Kontakt mit den Eltern der Spieler bei uns, ob sie jetzt jung sind oder auch schon was älter sind. Sofern es die Möglichkeit bietet, dann werde ich mit denen also mindestens ein, zwei Mal die Woche telefonieren oder uns absprechen. Je nachdem, wie es aussieht. Also was mich interessiert ist, wie läuft es in der Schule? Wie läuft es mit der Berufsausbildung, wenn sie denn eine haben? Wie sieht es damit aus, ob sie Bewerbung geschrieben haben oder nicht? Das sind alles Grundlagen, die voraussetzen, ob die Jungs bei uns spielen dürfen. Das heißt also, wir haben so ein Punkte-Ranglistensystem aufgestellt, wo die Jungs einige Sachen, die nichts mit Billard zu tun haben, erstmal abschließen müssen und vorzeigen müssen, damit sie dann auch am nächsten Turnier wieder teilnehmen dürfen. Das Preisgeld, was nachher rausfließt, wenn sie was gewonnen haben, ist natürlich auch wieder in Absprache mit den Erziehungsberechtigten, wenn sie denn noch keine 18 Jahre alt sind, abgeklärt, wie sie es denn aufgeteilt haben möchten. Man muss sich das so vorstellen, viele denken ja immer, man macht dann eine wahnsinnige Geldgeschichte raus und viele verdienen unwahrscheinlich viel. Im Prinzip läuft es so, dass also der PBC Joker Camp Linford, einer der Vereine, wo ich auch Training gebe, uns freudig gegenüberstanden und uns eine Möglichkeit gegeben haben, einfach mal einen Pott zur Verfügung gestellt zu kriegen. Das heißt, wir haben einen Pott in Höhe von 2.000, 3.000 Euro einfach mal hingelegt bekommen und haben dann überlegt, wie können wir den Jungs es nahebringen, auch selbst zu entwickeln, nachzudenken, was für ein Turnier macht Sinn, was für ein Turnier macht nicht Sinn, was hat zu viel Kosten, wo könnte ich eventuell ein bisschen was verdienen, wo könnte ich nicht verdienen. Also alle Gedanken, die eigentlich ein Profi letztendlich im Poolbillard ja heutzutage auch hat. Das heißt also, aus diesem Pott werden einfach die Startgelder und die Kosten für das Turnier bezahlt. Da gehört dann Hotelkosten und die Verpflegung etc. dazu. Das Team wird dorthin gefahren, es wird begleitet von Betreuern, die dafür sorgen, ob da mal irgendwo einer jetzt die Hand zeigt und braucht ein Getränk mitten in dem Match oder ob ich als Trainer an der Seite stehe und einfach mal einen Wink gebe, hör mal, es ist Zeit für ein Timeout, um den Satz nochmal zu drehen. Das Ganze ist sehr komplex und sehr professionell aufgebaut.
Jetzt arbeiten wir, und das weiß ja auch letztendlich jeder in Deutschland, nicht nur mit den einfachsten Jugendlichen zusammen. Das sind ja alles junge Burschen, die Zeit hat sich geändert. Ich bin selber Vater von 3 Kindern. Das ist nicht mehr die Jugend, die es mal in meinem Zeitalter gewesen ist. Aber das sollte eigentlich jeder, der Kinder hat oder Enkelkinder hat oder wie auch immer, mittlerweile mitbekommen haben. Und wir achten wirklich darauf, dass wir in den Jungs nicht nur ein Billardtalent herausfördern, sondern eben auch ihn sozial einfach stärken für die Zukunft in seinem Leben. Was die Preisgelder angeht, ist es ganz einfach. Wir machen eine Teilung bei uns in diesem Pott. Das heißt, gewinnt Spieler XY eine Summe. Dann hat er die Hälfte davon auch wieder in den Pott zurückzufördern, der wieder für die Spieler da ist. Das heißt, sie können sich daraus wieder die nächsten Turniere finanzieren und rausbedienen. Das machen wir deswegen, damit er verantwortungsvoll auch mit dem Geld umgeht, was er da bekommt oder was er da gewinnt. Wir haben zusätzlich noch eine kleine prozentuale Einheit gegründet, einfach weil wir jetzt die Euro-Tour, also die internationalen Turniere, angehen wollen. Und diese sind bekanntlich recht teuer, müssen vorfinanziert werden. Und da gilt auch wieder die Schiene A und Schiene B. Das heißt, auf der einen Seite muss der Spieler dafür sorgen, dass er eben in seinem sozialen Umfeld dafür gesorgt hat, Bewerbungen zu schreiben, sich um seine Arbeitsstelle, um viele wichtige andere Sachen gekümmert hat, Schule, was auch immer da alles kommt. Und im nächsten Punkt muss er dann halt auch 10% von seinen Einnahmen, die er da erhält, in seinen eigenen Euro-Tour-Pott reinspielen. Und schafft er es, 50% der Kosten von so einer Euro-Tour heranzuspielen, dann sind wir bereit, ihm die Hälfte dazu zu geben, dass er die spielen kann. Also ist das schon beeindruckend. Ja, ist ja alles richtig schön, streng organisiert, abgeklärt, abgesprochen. Das sind ja viele Sachen, die die Jungs halt auch für später, für ihr Leben, jetzt nicht als Pool-Profi, brauchen können. Das ist allgemein eigentlich wichtig, ja, mit Geld umgehen zu können, Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu übernehmen und halt auch irgendwo mitzuarbeiten, mitzudenken. Ja, selber auch mit zu managen. Ja, also das ist richtig toll organisiert bei euch. Was mir auch aufgefallen ist bei euch, wenn einer spielt am Tisch, dann sitzen mindestens eine Handvoll nebendran und schauen dazu. Also das ist wirklich, also ich fand das, mir ist das vorhin aufgefallen, schon ein paar Mal aufgefallen, ich finde es voll beeindruckend. Da hat ja der eine, da hat er dann so das Gefühl, er ist nie alleine. Zum anderen hat er natürlich dann auch für sich dann irgendwo mehr Ansporn, mehr Leistung zu erbringen auf dem Tisch. Und zum anderen, ihr diskutiert dann auch regelrecht noch darüber hinterher und analysiert die Spiele. Also ihr seid richtig, wie soll ich sagen, also eine richtig durch und durch organisierte Truppe, ja? Das ist absolut richtig. Also es werden viele Aufzeichnungen auch gemacht, es wird viel am Rand noch sich gemerkt, was an Fehlersituationen entstanden ist. Und auch die vorangehenden Spieler, die vielleicht schon ein bisschen visierter und ein bisschen erwachsener sind, geben dann eben immer wieder einen Anhaltspunkt zu den etwas jüngeren Spielern, was sie noch verbessern müssen, was sie noch ändern müssen. Dann werden die Situationen eben nachgestellt im Training, also im gemeinsamen Training. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass es ein Teamwork ist. Also es sind natürlich, und Billard ist nun mal immer noch eine Einzelsportart, sind es alles Einzelspieler, die sich so entwickeln, aber es gibt halt gewisse Regeln, die wir aufgestellt haben. Also das ist betreffend eben das Benehmen, es ist betreffend Songtexte einfach mal durchzugehen, die man irgendwo nur so im Auto hört und mitsingt. Gerade jetzt diese Rapperzeit, die ja auch da an ist mit Kollega und was weiß ich nicht. Das sind alles so Sachen, die gehen wir einfach durch. Auch schon vor dem Turnier mal, dann fragen wir nach, wie ist die Woche gelaufen? Wie war es zu Hause? Ist der Kühlschrank noch voll? Klappt es mit den Eltern? Gab es Streit? Gab es Stress? Wie auch immer, hast du deine Bewerbung geschrieben? Und dieser Zusammenhalt, der kommt einfach dann von ganz alleine. Das heißt, die Leute kennen sich ja natürlich mittlerweile auch dadurch besser. Der eine weiß ja vom anderen die Probleme, der nächste weiß vom anderen die Probleme und dann kann man auch dementsprechend besser unterstützen, anstatt nur sich ja, ich sag mal so wie am Spieltag, wie es ja oftmals in der Mannschaft ist, sich dann nicht nur alle 6 oder 7 Wochen zu sehen und dann ein Wochenende zu verbringen. Das läuft hier halt anders. Wir sind halt regelmäßig zusammen. Wir treffen uns bei mir zu Hause meistens, die Jungs. Dann wird gekocht, dann wird anständiges Essen gemacht, dann sollen die Jungs halt auch ein bisschen lernen, wie dann lernt man sich als Sportler, um wirklich die höchste Leistung bringen zu können. Und dann werden die Punkte durchgegangen. Und eine Regel ist definitiv natürlich, wenn jetzt nicht gerade das nächste Match für den einen Spieler ansteht, ist eben da zu sitzen und auch das Spiel zu analysieren von seinem Kollegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben uns ja die Holländer eigentlich schon vorgemacht. Also wenn man auf der Eurotour ist und schaut sich die hervorragende Arbeit von Alex Lely zum Beispiel an, was er mit seinen Nachwuchsstars dort macht, dann ist es so, dass ich mich mit ihm zusammengesetzt habe und auch natürlich viel hinterfragt habe, um mich auch weiterzubilden in dem Bereich. Und die Auswirkungen von einer Spielanalyse mit ganz vielen Punkten auf dem Zettel, die vorgegeben ist, die bringt den Spieler wirklich nach vorne. Die bringt ihn einfach nach vorne.
Ja, tja. Jetzt habt ihr natürlich auch mit so einem kleinen Problemchen zu kämpfen, ja, weil ihr spielt Preisgeldturniere. Ja. Jedes Turnier, auf dem gute Spieler vertreten sind, die sind ja meistens mit Preisgeld ausgeschrieben. Je höher das Preisgeld, umso höher natürlich auch das Niveau der Spieler, die einem gegenüberstehen. Jetzt habt ihr natürlich aber auch da ein bisschen Problem mit der DBU in Bezug dieser Preisgeldturniere, die es natürlich jetzt nicht ganz so gerne sieht. Aber allerdings ist es halt, was macht es für einen Sinn, ein Turnier zu spielen, bei dem es kein Preisgeld gibt? Da gibt es ja keine qualitativ hochwertigen Gegner. Wie wollt ihr euch dann verbessern? Das ist doch eigentlich, na, wie so ein Fuchs, der sich in den Schwanz beißt, ja? Das ist absolut richtig. Also zunächst einmal würde ich mal gerne wissen wollen, wo es denn überhaupt Turniere gibt, wo es kein Preisgeld ausgeschüttet wird. Also wo sollen denn die Nachwuchsspieler, die uns von den anderen Ländern eigentlich schon präsentiert werden, mit 15, mit 16, mit 14, mit 17, die bei mir anrufen, ja, also und nachfragen, ob sie zu mir kommen können, um gegen einen meiner Jungs zu zocken. Was soll ich denn da jedes Mal sagen? Das ist verboten, das darf nicht sein. Ja, die DBU möchte das nicht. Das ist natürlich immer so ein schneidiges Messer, wo man sagen kann, ich sehe es aus meiner persönlichen Sicht einfach so, die Jungs sind in dem Alter ab 14, 15, 16 sind sie formbar. Das ist die Zeit, wo sie auf Turniere sollten, wo sie sich mit Herrenfeldern auseinandersetzen sollten, wo sie von den Großen lernen sollten. Und letztendlich, ich kann nur sagen, was unser Feedback ist, wenn wir unterwegs sind in Europa, wenn wir in Holland zum Beispiel rübergehen, ob es ein Nick Vandenbeck ist oder ein Niels Fein, wir kriegen nur positive Rückmeldungen. Wir werden herzlichst eingeladen zu solchen Turnieren. Es ist immer so ein spaßiges Rrrr von dem Nick Vandenbeck auf den Lippen, wenn er die Tigers sieht. Ja, der freut sich schon förmlich drauf, gegen uns zu spielen. Und es ist einfach so, wartet man, bis die Jungs 18 Jahre alt sind, dann haben sie eine Freundin, dann haben sie ein Auto und dann haben sie wieder andere Hobbys und dann ist der Billardsport irgendwann tot. Das geht nicht. Also wir müssen viel früher daran arbeiten. Es ist so, dass die Jungs natürlich unter 18 kein Geld so ausgehändigt bekommen. Das sehe ich auch ein. Das ist auch absolut die richtige Vorgehensweise meiner Meinung nach, wenn es nicht mit den Erziehungsberechtigten abgesprochen ist. Aber in erster Linie zählen für mich die Erziehungsberechtigten und keine Statuten der DBU. Ja, also ich bin begeistert von euch. Ich finde es immer klasse, wenn ich euch sehe auf die Turniere. Also ihr seid eine richtig schöne, geschlossene Truppe. Ihr seid auffällig, aber nie negativ auffällig. Ihr macht wirklich, ihr macht was her. Auch durch euer Auftreten in gemeinsamer Kleidung. Man erkennt euch sofort. Ja. Und ihr seid immer, wie soll ich sagen, also immer füreinander da. Also ich wünsche euch Zukunft für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und macht so weiter. Gell? Also ihr seid ein Beispiel für mich, ja, wie Billard, wie Jugendförderung funktionieren kann. Ja? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für dieses Interview und gerne. Bis demnächst. Ciao, Maringa. Dankeschön.